Ja, meine Lieben, möchte euch jetzt hier die Shakuhachi Easy zeigen. Easy, weil sie ja eigentlich, weil sie nicht so teuer ist. Ich habe da auf ein paar Sachen verzichtet, ohne die Qualität der Shakuhachi zu beeinflussen. Darüber hinaus habe ich gerade sehr viel Bambus bekommen. Ich kann es mir also leisten, jetzt auch so einen Sonderpreis zu machen. Und was ist jetzt an dieser Shakuhachi besonders? Sie ist sehr einfach gehalten, sie ist einmal gebunden. Ansonsten ist sie von innen auch mit Shellac behandelt und von außen auch mit Shellac behandelt, wie restliche meiner Flöten. Der Preisunterschied liegt daran, dass diese Flöte nicht öfters gebunden ist. Also andere Flöten binde ich ja 6, 7 Mal, das ist aufwendig, tut die Finger auch weh. Und vielleicht tue ich sie ein paar Mal extra mit Shellac behandeln. Ich werde immer wieder gefragt, ja, so eine Einsteiger-Shakuhachi, ich habe sowas nicht. Es ist ja nicht, dass man jetzt so zum Beispiel eine Plastikflöte kauft und dann irgendwann eine gute Blockflöte oder so. Ich habe keine Einsteigerinstrumente. Alle Instrumente von mir hören sich gut an und können gespielt werden. Ja, es liegt lediglich, der Preisunterschied liegt in der Qualität der Bearbeitung und des Holzes, aber was die Tonalität des Stimmen angeht, so sind eigentlich alle Flöten sehr gut gestimmt. Wenn du also eine Shakuhachi testen willst, ausprobieren willst, rate ich dir, soweit du nicht gleich eine teure kaufen willst, so eine Easy zu kaufen. Die kannst du dann, solange du sie nicht kaputt machst oder sie nicht kaputt geht, doch sehr, sehr lange spielen. Und das ist allerdings auch die Urform der Shakuhachi, bevor man zu den Wurzelenden gekommen ist und so weiter. Natürlich so ein Bambus mit Wurzelende, alleine das Bearbeiten der Wurzel dauert schon 2 Tage. Das ist ja fürchterlich schwer zu bearbeiten. Führt dazu, dieses dicke Holz hat natürlich eine andere Resonanz. Also auch in der Resonanz merkt man einen Unterschied. Aber um mit anderen Leuten zu spielen und eventuell auch für Aufnahmen, also viele Leute mit dieser Flöte auch Aufnahmen machen, ist sie ganz geeignet. So, sie ist auf die gestimmt, pentatonisch, also anderthalb, ganz, ganz anderthalb, ne, die Tonleiter und hat demzufolge auch 2 Oktaven, weil alle Längsflöten haben 2 Oktaven, manche sogar 3 oder 2,5. Und ich empfehle, wenn ihr Band in der Box habt, so eine Software, irgendwas auf D-Moll schnell mal zu spielen und dann einfach mitspielen. Also mit D-Moll kommt man mit der Shakuhachi immer gut klar, da kann man immer gut mitspielen, ein bisschen jammen, ein bisschen üben, das bietet sich an. So, kurz mal vorspielen. Spielt mit. Das ist also eine sehr gute Shakuhachi. Ich bin froh, diese präsentieren zu können. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht mit meinen teuren Shakuhachis konkurriert. Da muss ich sie schnell rausnehmen. Ansonsten findet ihr die in www.shakuhachi-shop.de. Sucht nach Shakuhachi Easy und ihr findet sie. Besten Dank.